Meine Damen und Herren, ich befinde mich in einem philosophischen Duett mit dem zukünftigen Oberbürgermeister von Konstanz, Roman Urban. Und wir sind auf dem philosophischen Frühstückstisch nach einem angenehmen Schwimmen im Gnadensee. Und ich habe gerade die Idee zum Ausdruck gebracht, dass ich das genieße, mit aufmerksamen und allseitig, also fortgeschrittenen Menschen am Tisch zu sitzen, damit kommen dabei Ideen, die mir sonst nicht kommen würden. Und diese notiere ich mir jetzt mit Erlaubnis des Meisters hier auf dem Audio. Und das war die eine Idee, dass wir sprachen, zum Teil Russisch, потому что мы знаем русский язык, ne? Но мы будем jetzt говорить по-немецки. Но eine allgemeine Idee war, dass es manchmal Inhalte gibt, Erlebnisse, Gefühle, Schauungen und Visionen, die man schwer ausdrücken kann in der Alltagssprache. Und man gebraucht dann nicht zutreffenderweise dafür das Wort denken, ja, dass ich denke etwas, was ich nicht ausdrücken kann. Und ich habe also mit Verlaub den Heidegger eingeführt und Ludwig Klages, meine Lieblingsphilosophen, außer Nietzsche noch, wo wirklich deutlich gesagt wird, dass das Denken, das analytische Denken, reserviert ist in der hohen Philosophie für tatsächlich vorhandene Begriffe, die aneinander angereiht werden, die Syntax, Begriffe plus die Syntax. Das ist das Denken per se. Und das andere muss auch anders genannt werden. Das schauende Erleben oder das bedeutungsvolle Fühlen, das dann natürlich berechtigterweise nicht ausgedrückt werden kann mit der alten vorhandenen Sprache, mit der Sammlung an Begriffen des analytischen Denkens, weil es einfach seelisch und leiblich gestützt wird. Also das ganzheitliche, in Anführungszeichen, Denken, das ganzheitliche Erleben, besser gesagt, ist immer seelisch und leiblich zentriert. Und der Geist, sprich beim Klagesten Begriff, der analytische, die analytische Denkmaschine dient nur dazu, das zu vermitteln. Und wenn es nicht geht, dann müssen wir halt neue Worte schöpfen oder andere Ausdrucksweisen suchen, um das mitzuteilen, sei es durch Bewegung, sei es durch Musik, sei es durch Gestaltung des Lebens, Raumes, ja, einfach, ja. Und dann kam ich auf die Idee, dass einen spezifischen Weg der Heidegger gegangen ist, wo er sagte, dass das jemals tief und zutiefst Gedachte in der Menschheitsgeschichte irgendwie auch bewahrt ist, in dem, was er die Gedächtnis nannte, um es zu unterscheiden von dem gewöhnlichen Wort das Gedächtnis. Und in diesem Gedächtnis ist das auf irgendeine Art aufbewahrt, was in gewissem Sinne die Erde selber durch die Menschen, ja, ausgedrückt hatte, worauf sie gekommen sind durch uns in ihrem dann auch analytischen Denken. Ja, wenn die schärfsten und tiefsten Denker doch fähig waren, am Ende ihre Erlebnisse und ihre Visionen und ihre Schauungen und ihre bedeutungsvollen Gefühle in eigene Sprache umzugießen, dann hat die Erde das gegriffen wie ein... Sie hat das an sich genommen wie ein schönes, kostbares Kind, ne? Und hat gesagt, ja, das ist es, was ich vielleicht bezweckt habe, in Anführungszeichen. Wir unterstellen hier der Erde, der Gaia, irgendwann Zweck, ja, wir sind das gewöhnt, ja, dass wir immer einen Zweck haben. Die Erde kann es vielleicht auf eine andere spielerische Art gemocht haben, dass wir uns ausdrücken. Ne? Unsere Ahnen haben die Erde Midgard genannt. Ja, ja, Midgard. Mhm. Ja, wir kommen hier in diesen Raum der... Was für eine Mythologie ist das? Slawisch-Vedantische. Slawisch-Arischen... Historie. Historie. Also wir sind hier
tatsächlich auch durch die Studien im Roman Urbans Webseite, die sich tatsächlich zu empfehlen ist, für alle Konstanzer und außerhalb Konstanz für alle Interessenten an neuen Zugängen zu der gesunden und ganzheitlichen zeitgemäßen Lebensweise, dass hier ein Anhänger oder Experte oder Kenner der neuen Lehrling der sogenannten slawisch-arischen Vedanta oder wie nochmal war das? Des Wissens, des Veden. Veden heißt in Russischen ja Vedayu, ich weiß. Ist der. Ja. Und Vera, der Glaube, kommt von Vedat, also Wissen, und Ra ist das Licht, Wissen über das Licht. Also nochmal, Veda ist das Wissen in der slawischen Sprache, das kann ich ja bestätigen, weil ich bin Tscheche, und bei uns heißt die Wissenschaft, heißt eigentlich Veda. Mhm. Ja? Also Veda und Veda. Und wenn wir dazu noch das Ra, die Silbe Ra geben, die natürlich aus dem Ägyptischen bekannt ist, als der Gott Ra, der Sonnengott, ne? Dann haben wir das Licht und das Wissen zusammen ergibt Vira, Viera. Russisch ist Viera, ne? Tschechisch ist Vira, beides bedeutet Glauben. Ne? Mhm. Also Glauben bedeutet ein durch Licht, durch Wissen über das Licht. Wissen über das Licht. Eigentlich das richtige Übersetzung. Glaube ist ein schlechtes Wort. Aha. Wissen über das Licht oder durch das Licht gesättigtes Wissen? Nein, Wissen vom Licht. Wissen vom Licht. Gesättigt ist es nicht. Von Beschaffenheit des Lichtes, von seiner eigentlichen Wesenheit, wie Heidegger sagen würde, das Licht wäst in einer lichtvollen Weise und dieses Anwesen des Lichtes an uns heran wäre. Und das Verstehen davon, was da möglich ist, was da passiert mit uns und mit der Erde, das wäre der richtige Glaube oder das richtige Wissen vom Licht. Ja, ja. Zu wissen, wie die Welt funktioniert, genau. Ja, und wie sie lebt. Ich bin also ein Sprachwissenschaftler und enorm bedacht, gleich die Wörter zu ausmerzen, die da sich einschleichen, funktionieren tun die Maschinen, ja. Man sagt. Also wir müssen da sagen, dass die Welt lebt. Ja. Die Welt lebt. Genau. Die Erde lebt. Ja, das ist ein Lebewesen. Wir sind Lebewesen, ja? Also wie das Licht lebt auch in uns. Richtig, ja. Es gibt ja immer diese Philosophie des Todes und Philosophie des Lebens. Und die Philosophie des Todes beschäftigt sich mit toten Sachen. Aristoteles. Kleines Wortspiel. Ja, genau. Ich muss sagen, dass ich schon bei manchen von solchen, also plötzlich kommenden Hermeneutikern aus dem Volke, diesen Anhang zu der sogenannten Volksetymologie gefunden habe als Sprachwissenschaftler. Das heißt, sie nehmen ein Wort und finden in diesem Wort versteckt eine bestimmte Bedeutung, die ihnen passt. Und machen das zusammenbinden, aber Roman hat hier gleich darauf hingedeutet, dass es im humoristischen Art gebraucht wurde, aber es gibt durchaus Leute, die in komischsten Deutungen kommen, anhand von dem, dass sie zum Beispiel im Wort Aristoteles das Wort Tod hören. Ja? Was natürlich, wenn man in die griechischen Wurzeln geht, von dem Namen gar nicht zutreffend ist. Ja? In Russischen gibt es das Wort Tod. Tod. Etat, tot. Also nicht ich, sondern der, das andere, genau. Ja. Etat. So ja, genau. Aber das sind Pronomen, welches bedeutet das andere oder dasjenige. Genau, also nicht bei mir, sondern woanders. Okay. Und genau. Von dem den Sprung zu wagen in die Deutung, dass das andere über den Tod handelt, weil das über das mich das Leben ist, ist ja eben das, worauf ich hinweisen wollte, dass ich die Volksetymologie, eine Art sprachliche Begeisterung, die dann also wirklich ganz subjektiv läuft. Ne? Man muss dann in die Grammatik gehen und gucken, in dem etymologischen Wörterbuch, wo der Ursprung des Wortes etot in der russischen Sprache tatsächlich ist, woher kommt dieses Pronomen. Und dann kommt man an ganz andere Quellen, die sind
voll sind. Ja, ja. Es, ich denke mal durch den Klang, ja. Wenn man jetzt ein Lied singt und man hat viele T's drin, dann bricht es. Also das T kann man nicht, schwingt nicht. Also durch, allein durch die Schwingung des Ja, T's. Ja, ja. Natürlich, also die das meisten ist schlechten Wörter im Russischen haben immer T's drin. Ja, also wir kommen zu der Auffassung der Sprache als Mantra, Sprache als Mantra, zu der alten Auffassung der inhaltsbezogenen Sprachdeutung, dass die Töne der Sprache nicht arbiträr sind, dass sozusagen in Tönen das Wesen des Bezeichneten mitschwingt. Ja? Das ist die alte Auffassung, dass ursprünglich die Menschen sprachlos waren und dann haben sie halt irgendwie ihre Gefühle erstmal in solchen Schreien und Warnrufen oder Wonne-Ausatmungen herausgegeben, je nach ob sie bedroht oder zufrieden waren. Und später haben sie das Wesen der umgebenden Phänomene wie der Tomate oder der Sonne oder des Waldes oder des Tieres ausdrücken wollen, ne? Und aus ihrem Munde kam ein Ton, in dem dies Wesen schwebte. Ja. Und in verschiedenen Sprachen natürlich ist verschieden da. Ne? Mhm. Das war also eine alte Auffassung, die ziemlich mächtig ist in allen esoterischen Auffassungen der Sprache, in der die Sprache eine magische Funktion hat, die Beschwörungen. Ja? Wenn ich nämlich die Mantra oder das Wesen des Bezeichneten wirklich kenne, dann kann ich durch das Ertönen dieses Tones, durch meinen Mund, kann ich das Wesen beschwören und es erscheint, ja, möglicherweise. Ja, wenn es das zutrifft zu dem Ton. Aber wenn es verändert worden ist, weil die Sprache oder die Rede, in der Sprache steckt das Wort Rache drin. Das ist deine eigene Erfindung. Nein, das habe ich gehört und das habe ich jetzt mir überlegt und das ist wirklich, ja. SP ist der Sieg der Priester und die Rache. Aha. SP ist Sprache. Und die haben uns einfach unsere Sprache verändert, vom Altdeutschen ins jetzt das Neue, wo die Bedeutungen der Wörter und der Klang der Wörter nicht mehr miteinander übereinstimmen und dadurch entsteht Verwirrung. Ja, das ist durchaus eine gängige These der Kritiker der sogenannten arbiträren Sprache. Mhm. Man hat zum Beispiel Versuche gemacht, nehmen wir an, wir sind hier eine geschlossene Gesellschaft von 20 Leuten, haben Kinder und bezeichnen zum Beispiel die Tomaten als Kartoffel. Immer wenn wir die Tomate in die Hand nehmen, sagen, ach, das ist eine schöne Kartoffel. Mhm. Die Kinder nehmen das vollkommen an und wenn sie erwachsen sind, sprechen sie, das Wort Kartoffel wird mit denen verbunden in ihrem Gedächtnis mit dem Erscheinen dieser roten, runden und so schmeckenden Sache. Und so hat man die Linguistik gesagt, die Töne sind völlig arbiträr. Nur die Dichter wissen es anders. Alle großen Dichter haben gespürt, dass in den Worten, die sich ihnen aufdrängen, wenn sie also wirklich zutiefst betroffen sind von einem Erlebnisinhalt, dass dort einfach ein bestimmter Ton sich aufdrängt. Ne? Und so ist, dass diese arbiträre Auffassung der Phonetik, dass also Bedeutungen beliebige Töne zugewiesen bekommen haben, ist für mich auch nicht plausibel. Ja. Ich bin selber Tscheche und spreche natürlich Tschechisch perfekt. Ne? Bin auch so lange in Deutschland, dass ich auch annähernd perfekt Deutsch spreche und sogar in Deutsch träume oder wenn ich mich nicht beachte und telefoniere auf Deutsch und bin in tschechischer Gesellschaft, dann rede ich mit den Tschechen dann auf Deutsch plötzlich und bin überrascht, dass sie mich nicht verstehen. Ich erkenne dann selber nicht, in welcher Sprache ich eigentlich spreche. Ja? Aber ich weiß, dass ich mich verändere.
dass meine Seele sich verändert. Durch das Tönen der germanischen Sprache in meinem Schädel, durch die bestimmte Syntax, durch die bestimmte Spannung in Aussprache, durch die ganze also Art, Deutsch zu sprechen, meine Seele Deutsch wird. Oder Germanisch, sagen wir. Und das ist eine andere Seele als meine slawische Seele. So ist es. Und durchaus noch weiter gesprochen, wenn ich Tschechisch spreche und dann Russisch, in der Art, dass ich wirklich gut in Russisch bin, dann bin ich wieder ein anderer. Also, weil die russische, slawische Seele ist ja wieder eine andere. Und die ist in der Sprache fest eingraviert. Also, das kann ich bejahen, dass für mich also die Töne der Sprache nicht zufällig sind, dass in ihnen das Wesen des Bezeichneten mitschwenkt. Und deswegen bewundere ich große Dichter, dass sie das einfach mitteilen können. Ja? Aber solche Sprünge wie zum Beispiel Sprache, das SP, Sieg der Priester plus Rache, sind für mich als Sprachwissenschaftler erstmal so ein bisschen abenteuerlich. Ja? Aber ich genieße es durchaus und muss selber sagen, dass Rache, wenn ich das jetzt mal oft wiederholen werde, Rache, dann kommt der Rachen dazu, ne? Mein Rachen wird sauer. Rachen, die Gier immer mehr zu, in den Rachen zu stopfen. Ja. Dass meine Seele in einer racheähnlichen Zustand bewegen konnte, ja? Wenn ich also jetzt mal dagegen, wenn ich wiederhole Wasser oder Wind und Nebel und Wellen, Nebel, Wasser, da könnte ich so in einen herbstlichen Bodenseezustand geraten, ne? Ganz gut. Also, das ist ein Kapitel, das sicher Beachtung finden soll in der heutigen Verungestaltung der Sprache, die schon Heidegger angemahnt hat. Ne? Er hat gesagt, es gibt hier die technologische Revolution, das ist schon schlimm genug, wenn das außer Kontrolle gerät, weil die Technik kontrolliert den Menschen und nicht umgekehrt. Es gibt die atomare Technik und so weiter, aber schon 1946 hat er gesagt, unbemerkt geht vor sich in der tiefsten Schichten eine Umdeutung der Sprache. Ja. Die Sprache verliert ihre Fähigkeit, eben tiefe Gefühle auszudrücken, ja. tiefe Gedanken ja, auszudrücken. Und sie verkommt immer mehr zu einem Zeichensystem, das bloße Information überträgt. Und das immer schneller. Genau. Die englische Sprache beispielsweise ist eine Handelssprache. Handels- und Kriegssprache. In ihrer Geschichte waren die Engländer immer gute Händler. Muss man immer schnell handeln. So. Ja. Deswegen war die Sprache dafür geeignet. Na. Die deutsche Rede war eher so ein bisschen über die Grübler, auf die Alten. Die Deutschen werden als Denker und Dichter auch deswegen. Ja. Und die russische, sage ich mal so abstrakt, das ist eine Gefühlssprache. Ja. Ja, da sind die alten Wurzeln, die wir alle noch haben, sind in der russischen noch viel mehr drin. Ja. Das könnten wir als eine allgemeine Tendenz beschreiben, aber durchaus, um eine Lanze zu brechen für meinen alten Professor hier, Konstanzer Genie, Professor Iser, Wolfgang Iser, der Begründer der Konstanzer Rezeptionsästhetik, bei dem ich in den 80er Jahren studiert habe und der ja natürlich ein ausgezeichneter Anglist war, dann haben wir eben die englische Dichtung, die ganze Palette von Edgar Allan Poe, Coleridge, Wordsworth, Shelley, die englische Romantik, ja, die sind so feine romantische Texte, ja, die ich damals gerne gelesen habe und sie auswendig manchmal gelernt hat, weil ich spürte, ich kann eine bestimmte Stimmung der Romantik nur auf diese Art, auf englische Art empfinden. Und die moderne Rockmusik, die mich
als den jugendlichen Heros Pavlos genährt hatte, Urahib, Genesis, Yes, Deep Purple, das alles waren englische Songs, die für mich einen tatsächlich ein Gedicht, ein Predigtcharakter hatten. Also durchaus ist auch im Englischen eine Art Poesie, hohe Poesie möglich. Sie ist auch im Deutschen möglich, sie ist auch im Russischen ähnlich. Aber da würde ich sagen, wenn die Sprache aus diesem hohen Amt, aus den Händen der großen Dichter rausfällt und in den Alltag rutscht, ne, dann sind die Sprachen auf verschiedene Weise anfällig, zu irgendeiner Dienstfunktion umgemünzt zu werden. So die Deutsche, ich muss sagen, ich habe hier 30 Jahre mich mit scharfem analytischen Philosophendenken beschäftigt und in der Tat bin ich fähig, viel besser auf Deutsch zu philosophieren als auf Tschechisch, ja? Weil die Sprache hat es in sich, ja? Analytisch aufgebaut zu sein, sehr komplex und sehr fein Gedanken zu kartografieren, ja, zu topografieren. Während das Englische in der Tat im Business, wenn es kommt zu diesem Schatten, zu dieser Missgeburt von Business English, ja, oder Basic English, ja, dann ist es wirklich Handelssprache. Und das Russische wehrt sich erfolgreich, man könnte sagen. Das Russische wehrt sich erfolgreich vor seinem Missbrauch als eine Handelssprache oder als eine nur reine analytische Sprache in ihrem Wesen, sodass wenn russische Wissenschaftler, ich habe gerade gestern einen sehr schönen Film über Nikola Tesla gesehen, ja, aus einer russischen Quelle, dann habe ich bemerkt, egal wie genau diese Wissenschaftler sein wollen, ja, sie haben immer mehr Seele drin als zum Beispiel ein deutscher Wissenschaftler, wenn sie ein Thema besprechen. Ja. So ist es. Ja. Also wir sind also hier bei einem Aspekt dieser, was wir am Anfang genannt haben, eine slawisch-arische Weltanschauung verweilt, haben wir an diesem einen Aspekt, der Aspekt der Sprache, der durchaus kompatibel ist mit der modernen Sprachwissenschaft und durchaus kompatibel mit den größten Denkern dieser Tradition, wie eben Heidegger, Ludwig Klages, Nietzsche und die alte realistische, wie man sie nannte, Sprachauffassung. Hat das auf sich, ja. Es hieß nämlich früher, der König sprach und es geschah. Was war das, ne? Ist es eine Erinnerung an eine Zeit, in der der eingeweihte Herrscher noch eigentlich die Ursprache kannte? Und wenn er dann sprach, dann werden die Wesen, ja, das besprochen angerufen, ja, und es wird tatsächlich in die Realität hineingezogen aus dem Wesensbereich. Ja. Okay, das sind so Spekulationen. Ne? Ein schöner Aspekt aus den Büchern von Anastasia ist, wo diese Einsiedlerin in der freien Natur lebt, dort geboren ist und aufgewachsen ist, dass sie eben mit den Tieren kommuniziert. Und die wilden Tiere ihr gehorchen, also die muss nur ein paar Klänge machen und dann kommen die Eichhörnchen und bringen ihr beispielsweise Essen. Sie muss nicht selber das ganze Zeug machen, was wir heute machen. Also so gesehen ist eigentlich die Natur da, um den Menschen das Leben leichter zu machen, nur wenn wir aus der Natur rausgehen und uns mit unnatürlichen Sachen beschäftigen, dann verlieren wir diese Hilfe der Natur. Genau. Da sind zwei Aspekte, die ich für die Laien dann ein bisschen deuten kann. Die Anastasia ist ein Phänomen, das mich schon, also glaube ich, in den 90er Jahren beschäftigt hatte. Einmal mit Helmut Zollinger auf dem Hof waren wir sogar kurz dabei zu überlegen, dorthin zu fahren und die zu finden. Gab es so eine Welle von Büchern von ihr.
eine Person, eine Frau, die angeblich in der russischen Taiga, ne, irgendwo in einem paradiesischen Zustand der Einheit mit der Natur lebt und darüber berichtet. Und der zweite Aspekt ist, der schon in deiner Ansprache zu hören war, die gut gelacht darüber, wie es die Deutschen überrascht haben konnte, wenn du gesagt hattest, der Mensch ist nicht zu arbeiten da. Genau. Und natürlich in einer von der protestantischen Ethik geprägten Gesellschaft, wo der Werkalkoholismus zur Ersatzreligion geworden ist, ist das eine Lästerei, ist eine Gotteslästerung. Ja. Das ist eine Verletzung der letzten Stütze. Schon Nietzsche hat geschrieben, dass in der besinnungslosen Fleiß des gewöhnlichen Arbeiters ja die große Rettung ist für die gewöhnlichen Menschen. Ja. Wenn die Metaphysik baden geht, wenn der Gott tot ist, bleibt nur die Arbeit. Das hat schon jeder Protestant gewusst. Ne? Sprich Max Weber und so weiter. Also ich bin auch natürlich der Auffassung, dass der Mensch nicht zum Arbeiten, sondern zum Leben da ist. Genau. Und vor allem zum Erleben. Und die Arbeit kann zum Erlebnis werden. Wir nennen das nicht Arbeit, sondern dann sinnvolle Tätigkeit. Wenn du im Einklang mit deinem Wesen etwas tust, ne, ist es eine natürliche Tendenz im Menschen, wenn er in Harmonie ist, dass er diese Harmonie nach außen bringt. Ne? Genau, der ist praktisch auch Mitschöpfer in der ganzen Welt dadurch. Und diese schöpferische Tat ist dann, was man also abschätzigerweise Arbeit tun würde. Ne? Das ist eine schöpferische Tat aus dem Wesenskern des Menschen und deswegen ist es wichtig, dass jeder sein Wesen entdeckt, um diese schöpferische Arbeit in Anführungszeichen machen zu können. Und dazu ist durchaus berechtigt, was du dann vorgeschlagen hast, dass eine große Ruhe eintreten muss, ne? Besonders in den Familien, damit die Kinder langsam diese ihre Wesenheit entdecken können. So ist es, ja. Die ist ja da, die muss ja nicht erzogen werden. Genau. Das ist nicht etwas, was man an irgendwelchen Kunstgriffen herausdestilliert wird aus den Kindern, ja, in einem pädagogischen Institut, ne? Sondern es wird einfach, wie Rudolf Steiner richtig erkannt hatte, es wird sich selber offenbaren mit der Zeit und der Lehrer, seine einzige Aufgabe ist, die Hindernisse zu beseitigen, die diese Offenbarung im Wege stehen. Genau. Das ist der Sinn der Waldorfschule. Noch besser ist diese Schettinien-Schule am Schwarzen Meer. Wie heißt die? Schettinien. Habe ich auch ein Video, als zweites Video auf meiner Homepage. Okay. Und dort schaffen es die Kinder innerhalb eines Jahres den ganzen Stoff von 11 Jahren normalen Schule zu lernen. Und das macht ihnen sehr viel Spaß. Und der Schettin, der geniale, sag ich mal, Pädagoge, Mensch, der Direktor dieser Schule, der hat entdeckt, dass wir mit Liebe, das heißt, wenn zwei Verliebte sich unterhalten, dann ist oft so, dass der andere bereits vorher weiß, was der andere sagen wollte. Und diese Beziehung, also diese Treffen zweier Menschen, sag ich mal, das wird in dieser Schule praktiziert, wenn sich zwei treffen, der eine etwas mehr weiß und der andere etwas weniger, dann kann dieses so übermittelt werden anhand dieses, ja, man sagt dann oft, wir sind auf der gleichen Wellenlänge in unserer Redewendung oder da stimmt die Chemie und dann gleichen sich zwei aus und dann gelingt das Treffen und fließt das Wissen, ohne dass man das pauken muss. Dann ist es plötzlich da. Das ist wie eine Erinnerung. Ja. Eigentlich haben wir alles in uns drin schon vereint. Wir müssen uns bloß daran erinnern. Genau. Also, ich bin hier der Hermeneut, der Deuter für das Publikum. Natürlich klingen hier wieder Konzepte, Auffassungen an, die man also im Hintergrund haben kann. Einerseits ist dieses Konzept des morphogenetischen Feldes, der Seele, dass unsere Seele nicht einfach irgendwie ein etwas ist, das im Gehirn aufbewahrt, bloß zu dieser Arbeit verurteilt ist, mal die einkommenden Daten zu sichten und zu sortieren, sondern sie ist nach Auffassung zum Beispiel von Rupert Sheldrake jetzt
ein morphogenetisches Feld, das weit hinaus über die leibliche Grenze sich ausdehnen kann und auf eine Art resonieren kann mit anderen morphogenetischen Seelenfeldern. Ja? Mhm. Und wenn der Lehrer oder der Liebespartner ein harmonisches Feld ausstrahlt, und das ist sicher so, dass die Kinder eher als liebevolle Wesen geboren werden, als Streber. Ne? Mhm. Und wenn sie also in diesem Feld von Anfang an sich bewegen können, dann breitet sich natürlich ihre Seele bereitwillig aus und sie schöpft aus dem Fundus, ja, um sich herum. Und der andere Konzept hier ist, die Voraussetzung ist, dass in der Tat die materielle Welt, die wir sehen, nicht das Ganze ist, ja, was unsere Erde, unsere Welt beinhaltet, sondern es gibt da noch eine Informationsebene, ja, wie wir sie auch nennen wollen, in denen auf einer nicht grob materieller Art Informationen beinhaltet sind, so ein Software des Lebens. Und das ist natürlich der Seele zugänglich dann, ne, und sie kann direkt die Information aus dem Raum, in dem sie sich befindet, schöpfen. Ja. Und das spricht auch durchaus dafür, die banale Tatsache, die ich immer wieder wiederhole in meinen Gesprächen mit aufmerksamen Menschen, dass es bis jetzt keinem Neurochirurgen und keinem Anatomen gelungen ist, einen Inhalt in dem menschlichen Gehirn zu finden. Wenn man das menschliche Gehirn in einem super, super, super Labor, ja, möglicherweise auch ein Affengehirn, bis ins letzte molekulare Ebene, bis möglicherweise atomare Ebene untersucht, ja, verteilt und zerteilt, da findet man nichts, kein Inhalt, kein Duft einer Rose, keine Erinnerung an den schönen Morgen, keine blaue Farbe vom Himmel, man findet nur Natrium, Calcium, elektromagnetisches Potenzial, 80 mA Strom, was auch immer, Ungleichgewichte in Potenzialen und Synapsen und so, also das Hardware des Gehirns. Ja. Aber wo sind die Inhalte? Die sind evident da. Wir haben sie ja. Aber sie sind nicht im Gehirn beweisbar mit unserer gegenwärtigen analytischen Maschinerie. Also sie müssen trotzdem da sein. Dann sind sie in diesem morphogenetischen Feld, meiner Meinung nach. Sie sind in einem Kontinuum. Sie sind nicht in einer anderen Welt, sie sind hier, direkt um uns herum, überall, in einer Dimension, die wir bis jetzt nicht erreichen können durch unsere analytischen Geräte. Aber jeder erreicht sie täglich, pausenlos, sobald er lebt. Ja. Solange er lebt und schöpferisch fühlt, schöpferisch denkt, schöpferisch wahrnimmt. Ja. Also das wäre dann sicher der Bereich, in dem die Kinder wie von einer Mutterbrust die Weisheit der Erde saugen. Ne? Und die Lehrer sind nur die Vermittler. Ne? Und natürlich haben die Lehrer auch diesen Weg hinter sich, sodass ihr Wissen, ihr Erlebnisspeicher in die Kinder übergeht. Ne? Das ist zu bedenken, wenn wir unsere pädagogische Arbeit schöpferisch leisten wollen. Ja? Ja. Ja, unbewusst sehen wir alles, erleben wir alles, aber wenn wir aufwachen, dann können wir das auch bewusst erleben. Solange wir irgendwelche Lügen haben, die uns hindern, das sind wie Mauern, die uns praktisch nicht über diese oder Vorhänge, die uns das Licht entsprechend abschirmen, solange leben wir im Unterbewusstsein. Und wenn wir immer mehr den Wahrheitsweg kennen und gehen, dann werden wir immer mehr im Bewussten das erleben. Und das ist einfach viel, viel schöner. Okay, das ist die gängige Interpretation der sogenannten Durchleuchtung oder Erleuchtung. Ich habe da meine spezielle Macke, da wissen die Zuhörer von mir, dass ich schon Ludwig Klages Anhänger bin. Also, dass ich den Begriff Bewusstsein meide, weil das bei ihm identisch ist mit analytischem Denken.
Ich bin eher der Freund einer ganz genau funktionalen Beschreibung von dem, was in uns vorgeht, wenn wir bestimmte Zustände beschreiben oder erleben, als dass man Begriffe dafür hat. Bei mir ist es also, wenn ich das klar sagen soll, die Seele und der Leib, der Raum, in dem das alles erlebt werden kann, die sogenannte Wahrheit, die sogenannte Erleuchtung. Und das Bewusstsein ist immer die Instanz, die das runterzieht in Begriffe. Bewusst bedeutet einfach gerichtet. Schon in dem Wort Bewusstsein, wenn man das analysiert, bedeutet das sich einer Sache bewusst sein. Ja? Aus diesem Satz, aus diesem Partizip Bewusstsein einer Sache entsteht dann das Substantiv das Bewusstsein. Und das bedeutet, es ist immer eine Sache, der man sich bewusst werden kann. Es ist ein bekannter Gesetz der Phänomenologie, dass Intentionalität, das Bewusstsein immer gerichtet ist auf je eine Sache nach der anderen Sache. Ja? Es springt ab, hopp, hopp. In der buddhistischen gewisser populärer Psychologie wird das Bewusstsein mit das Vijnana wird mit einem Affen verglichen. Ja? Das heißt auf Pali Vijnana das Bewusstsein, und es wird mit einem Affen verglichen, der vom Ast zu Ast springt. Ja? Also von einem zum anderen, zum dritten, zum vierten. Mhm. Und es ist eben die Seele im Gegenteil, und da bin ich sehr dankbar Heidegger, der das schon vorbereitet hat in mir, und dann dem Ludwig Klages und Nietzsche selbstverständlich auch, dass die durch ihre Beschreibungen für mich die Tatsache getroffen haben, dass die Seele eben in einem morphogenetischen Feld erlebt, nicht linear, sondern räumlich, auf vielen, wenn man so jetzt will, abstrakt sagen, Orten gleichzeitig. Ja? Und das ist, was notwendig ist, um diese Fülle der Erlebnisqualität zu haben, die Wesen um uns herum, Sonne, Wiese, Vögel zwitschern, Hauch des Windes, ja, und doch noch dazu unser Gespräch, dass das alles in einer Summe auf uns wirkt, ja. Dafür ist eine Öffnung der Seele und des Leibes natürlich, weil Seele und Leib sind zwei Seiten der gleichen Münze, wie man sagt, besser sagen sollte, zwei Korrelaten einer Lebenspolarität, wie das Lebenseinheit und Polarität gleichzeitig. Manchmal überwiegt die Seele, manchmal überwiegt der Leib, ne, in dieser psychosomatischen Relation, dass wenn die sich rein öffnen können, ohne die Einschränkung, die Einengung des Lichtstrahls, des scharfen analytischen Lichtstrahls, der immer auf einzelne Phänomene fällt, welches wir also Bewusstsein nennen sollten, dann ist die optimale Beschaffenheit erreicht, in der eben dieses ganzheitliche Erleben ermöglicht wird. Das nur am Rande. Ich bin durchaus bewusst, dass in der ganzen esoterischen und philosophischen Tradition das Bewusstsein hochgeschaukelt ist und das Selbstbewusstsein extrem, und dass diese Arbeit an sich, um zu Licht zu kommen und zu diesem scharfen Einblick, diese Offenbarung, also extrem lange getrieben wurde, und deswegen ist es schwierig zu akzeptieren, wenn einer sagt, Bewusstsein sollte eigentlich eher mit negativen Dingen behangen werden, Attributen. Aber wenn wir sagen, Kinder und Tiere sind ja eher näher an diese tiefe Wahrheit des Erlebens, ja, was alle weisen Männer zugegeben haben, dann muss man sagen, dass die Kinder nicht das Bewusstsein so scharf ausgebildet haben wie. Ja. Ich bin kein Rationalismuskritiker. Ich sage, es ist durchaus berechtigt, wie Sie das jetzt von mir hören, dass ich auf äußerst scharfe Art analytisch jetzt zurückschaue auf das, was ich erlebt habe oder was ich gefühlt habe in meinen ganzheitlichen Zuständen und das beschreibe. Dann ist das analytische Bewusstsein durchaus am Platz. Weil es geht hier um Erklärungen, es geht nicht um Rauschzustände, die wir sowieso nicht vermitteln können durch diese digitale Aufnahmegerät. Ja.
Aber im Moment des Erlebens, wenn ich jetzt zum Beispiel Musik mache oder schwimme oder tanze oder Tennis spiele oder auf dem Bauernhof arbeite oder wenn ich in diese unglaublichen, seltenen Zustände der Verschmelzung mit einem weiblichen Wesen komme, meine Damen und Herren, dieses Märchen, das hier erzählt wird, ja, dass es noch Frauen gibt, zum Beispiel, die in diesen Zuständen noch sich uns nähern können, also dann immer in diesen Zuständen versuche ich in diese unreflexive, unanalytische, unlineare Erlebnisform, eben diese seelisch-leibliche Erlebnis vorzukommen. Das nur zur Begriffsklärung meinerseits. Ich bin durchaus bereit, andere Reden zu verstehen, nur will ich immer darauf hinweisen, dass eine funktionale Definition, das heißt eine Definition von dem, was mein Begriff eigentlich beschreibt, was da eigentlich passiert in mir, wenn ich das mit diesem Begriff dann verkündet. Das wäre also ratsam für alle Diskutanten, ja, in allen diesen oft heißen Diskussionen über Ideen, weil da würde viel Missverständnis erspart. Ne? Weil, wenn wir ein Wort gebrauchen, ohne ein zentrales Wort für uns, wie eben Bewusstsein oder Liebe oder was weiß ich, Seele, Geist und so, dann müssen wir das schon funktional definieren, damit wir nicht aneinander vorbeireden, ja, streiten sogar über die. Bei mir bedeutet das so, meine Wahrheit ist so, ne. Und das habe ich erlebt hier bei Roman Urban an sehr anregend und bedingt sich dadurch, dass wir Zeit haben und dass wir draußen sitzen oder dass wir erstmal geschwommen haben, ja, im Gnadensee, dass diese Möglichkeit des kreativen Gesprächs vorhanden ist. Also ist überhaupt die Ruhe, das auf sich wirken zu lassen, ne? Was der andere sagt. Ne? Ja. Was ich immer schrecklich finde, diese heutige Art des Sprechens oder der Diskussion, ist eigentlich nur ein Verkünden. Jeder verkündet und sagt schon, dass er keine Zeit mehr hat. Ne? Ja, ich glaube, dass wir Menschen uns mehr wieder in die Ruhe begeben müssen. In der Ruhe liegt die Kraft, sagt man auch im Deutschen. Und aus dieser Kraft hinaus können wir sehen, was für uns persönlich, jeden Mensch hat persönlich einen eigenen Weg. Man kann von jemand anderem vielleicht ein paar Impulse holen, aber man muss trotzdem immer seinen eigenen Weg gehen, sein eigenes Leben leben. Mhm. Ich glaube, so viele Menschen wie es gibt, so viele verschiedene Wege gibt es. Und meiner Meinung nach wollen wir alle nur glücklich sein. Ja, das ist durchaus richtig. Und ich glaube, die vielen Frustrationen, die vielen Einsamkeiten Streitigkeiten entstehen gerade dadurch, dass man im Stress ist und seinen eigenen Weg nicht gehen kann, und aber durchaus spürt, dass man von anderen in seinem Umfeld in andere Wege gezwungen wird. Ja? So ist es, ja. Und dann ist es eine doppelte Stress. Das ist also erstmal wissen, ich bin nicht an meinem Weg, und zweitens, die zerren mich noch in einen völlig anderen Weg. Ja? Also das muss ich schon durchdrehen. Ja? Also und dazu ist wirklich Verlangsamung. Nehmen wir nur Peter Sloterdijk, sein wunderbares Buch, der Aurotaoismus und weitgehend dann alle seine Bücher, dann die folgten, ja. Du musst das Leben ändern, du musst dein Leben ändern von heute, wo er immer wieder betont, dass die Beschleunigung irgendwann in einer Explosion endet, ja. Also der universale Gehirninfarkt, ja, ist, man sieht das hier auch am See, an der Promenade in Konstanz, das wird die Frau Schmiedek-Klinik, ja. Immer mehr jüngere Leute mit dem Gehirninsult herumgehen, ja. Ich bin Physiotherapeut, ich kann das erkennen am Gangbild, dass so heute 30-jährige Leute sogar Gehirninfarkt bekommen. Ne? Warum? Naja, weil die Birne auf Hochtouren rast. Ne? Stress, Stress, Stress ohne Ende und dann noch Streitigkeiten mit dem Partner.
möglicherweise auch mit den Kindern. Man wird an einer Kreuzung gehalten und von 5 verschiedenen Wegen gezerrt. Ne? Anstatt zu verlangsamen und sagen, was ist ja eigentlich mein Weg? Ja? Und ja, das darf nicht mit einer Untätigkeit verwechselt werden, wie die Werkalkoholics das interpretieren, dass Leute, die sitzen und ruhig einfach nur schauen oder ruhig diskutieren, dass die nichts tun. Ne? Nein, im Gegenteil, die horchen auf ihren eigenen Weg. Ja, und dazu müsste, wenn das Auto vorbei ist. Ah, das war ein Traktor. Wir sind auf der Reichenau, da ist ein junger Gemüsebauer vorbeigefahren, um zu seiner Arbeit. Das ist durchaus zu tolerieren, ja, wenn wir auf der Gemüseinsel sind. Ja. Aber wäre es nicht besser, dass er sein eigenes ein Hektar Land hätte? Ne? Mhm. Und da würde er mit seiner Frau seine 50 Salate besorgen, weil er mehr nicht braucht für die Saison, ne? Für das Jahr. Und der Rest der Zeit würde er meine seine Selbstfindung widmen. Ja? Und er würde das Leben genießen. Ja. Ja. Ja, ja. Und dazu ist Roman Urbans Vorschlag des Grundgehaltes und des Grundlebensraumes, also dieses 1 Hektar Land, ein Grundgehalt, so wie absurd es manchen Besitzenden streben und Konkurrenzkämpfen und so erscheinen mag, ist philosophisch durchaus zu verteidigen und zu loben, weil nur so ist es in der heutigen Welt möglich, die Verlangsamung praktisch umzusetzen. Nur so ist es möglich, sich eigentlich selbst zu finden, wenn wir nicht gerade außergewöhnlich begabte Kämpfer sind, die sich losreißen von allem und in der Einsamkeit der Berge oder der endlosen Wanderungen diese Gnade haben, mit sich selbst allein zurechtzukommen. Ja? Okay, das zur Verteidigung seines Programms. Mhm. Ne? Was den Gang vorhin noch angesprochen, wichtig bei dem Gang ist meiner Meinung nach auch, dass wir da richtig gehen können. Es gibt auf meiner Homepage auch ein Video, ja, von einem Doktor, der seit 15 Jahren propagiert, dass wir falsch gehen. Ja. Wir tun uns die Hacken platt laufen. In Wirklichkeit wäre das natürliche Gehen des Menschen auf den Ballen anzukommen. Ja. Also das Abholen vom Ballen her und nicht von der Ferse. Ja, ja, ja. Gut, das hat mich eine Weile sehr beschäftigt, auch als ich die griechischen Vasen studiert habe in meiner heroischen Zeit, wo ich also ein Jünger von Zarathustra war und wollte wie die Griechen werden, wie die frühen Griechen. Dann habe ich mir die Vasen angeschaut und da sind die Läufe tatsächlich so abgebildet, dass sie beim Laufen an die Zehen Ballen landen, ja, die Athleten. Ja, das ist, beim Joggen machen wir es ja noch richtig, beim Tanzen, beim Ballett kommt auch von Ballen. Also alles, was uns so fröhlich, glückliche Bewegung macht, wenn wir rückwärts laufen, Treppensteigen und so, sagt man, Treppensteigen ist gesund, das ist auch gesund, aber wie auf dem Ballen läuft. Ja. Ja, und wenn man bei den täglichen Bewegungen mal immer wieder mal drauf achtet, mal barfuß am besten zu laufen und auf der Erde, die Erde wieder zu spüren. Ja, genau. Dann würden wir von diesen Explosions, weil losgehen ist explosiv, exzentrisch, und aufkommen ist intrinsisch, das ist wieder das Fühlen. Wenn man falsch aufkommt, werden wir ständig uns in diese explosive Richtung, in diese materielle Richtung bewegen. Wenn wir jetzt aber richtig aufkommen, dann haben wir da einen Ausgleich. Das ist dieses Yin-Yang. Also das muss ich nochmal beleuchten, also das Auftreten auf die 10 Ballen ist irgendwie intrinsisch. Das ist die intrinsische. Was bedeutet das Wort intrinsisch? Das bedeutet, also alles in der Natur, wenn es wächst, dann ist es so eine Implosionswirkung. Aha. Das heißt, es ist ein Saugeffekt, es ist kein Druckeffekt. Also der Druck kommt erstmal zum Losgehen, dann braucht man den Druck. Und das ist exzentrisch, und wenn man aufkommt, ist es intrinsisch, das ist dann wieder Abfedern. Also Abfedern, und durch das Abfedern anhalten sozusagen, also wächst man sozusagen. Oder fühlt man, was, wo man drauf tritt. Beim Loslaufen. Yin und Yang. Genau, man könnte das als Yin bezeichnen, das Auftreten genau, ist Yin. Genau, das Yin ist Auftreten, das Yang ist Loslaufen. Das ist männliches Loslaufen und auf
gekommen ist, weiblich dann entsprechend, genau. Ja. Und alles, was wächst, ist eben weiblich, alles, was zerstört und wieder neu erschaffen wird, ist dann männlich. Also wir sind ständig hier am Zerstören und neu erschaffen, also, und genießen nicht das, was wir haben. Okay. Wenn wir falsch laufen. Ja, ja. Wir fühlen das nicht, was wir haben. Das muss ich dann noch irgendwie physiotherapeutisch untersuchen, wie das ist. Die Tatsache ist, dass viele Leute einfach falsch gehen, das sehe ich in der Praxis. Mhm. Ich habe mich auch auf den Aspekt der Brust orientiert, ja, weil die meisten Leute so ein bisschen gebickt gehen und dadurch ihre Schulterachse nicht in Ordnung ist und dadurch können sie die Arme nicht schwingen, sie sind nicht frei hier oben, sie können nicht um sich herum schauen und sie tragen eigentlich noch dazu ein Kreuz auf dem Nacken, weil sie einen Buckel haben, ne? Und dazu tragen sie noch ihre eigenen Arme, Donnerwetter. Sie schwingen nicht frei. Der Gangbild ist nicht fließend schwingen, genau, sondern es ist ein hartes Tragen sogar des eigenen Körpers. Ja. Die Hände sind nicht dazu da, getragen zu werden. Die Hände sind dazu da, etwas zu tragen. Ja? Aber wenn wir schon unsere eigenen Hände tragen, dann haben wir verdammt verkrampfte Nacken und Schulter. Ja? So ist es. Ja? Also es ist durchaus möglich, dass es mit diesem Aspekt der Fußauflage, Ferse und Ballen zusammenhängt, ja. Alles hängt zusammen, ja. Ja, das... Aber unten fängt es halt an, mit dem Gehen fangen wir an. Ja. Wenn wir das schon falsch lernen. Ja. Was mich ein bisschen hier mit diesem Yang und Ying, du hast da erwähnt, dass alles, was männlich ist, ist schöpferisch. Ja, alles, was weibliche Energie ist, etwas erschaffen, etwas vernichten. Das Weibliche ist, etwas zu erhalten. Okay, also diese, das ist in dieser Doppelheit. Schöpfen und zerstören ist männlich, der alte Shiva-Tanz, ne? Ja, der Weltschöpfer und Weltzerstörer und das Weibliche ist erhaltend. Ja, ja. Maya, genau. Also, aber in welchem Sinne jetzt nicht logisch, wenn wir das logisch übertreiben, dann kann das Weibliche die Zerstörung erhalten oder die Schöpfung erhalten. Genau, theoretisch auch, ja. Wenn jetzt nur Zerstörung da ist, dann werden die Frauen natürlich die Zerstörung auch mitfördern, indem sie die Bewahrerin der Zerstörung. Ja, in dem Sinne, ja, genau. Die Kali, die jetzt in Gott, die genau, die Kali. Genau, das ist eben diese, was wir als böse bezeichnen. Ja. Nicht unbedingt böse, sondern das Alte, was ausgedient ist, das ist okay, wenn es zerstört wird. Und wenn dann Platz geschaffen wird für etwas Besseres, für etwas Neues oder der Zeit entsprechend. Ja, ja. Also die notwendige, was ich nenne, die kreative Destruktion der Göttin, die ja durchaus manchmal Stürme auf der Erde loslegen, ja, gewaltige Stürme, aber dann klärt sich das, ja, und die alten Strukturen wurden vernichtet, wenn sie nicht selbst gehen wollten, genau, wenn ja. sie sich zu sehr gehalten haben. Aber das bin ich zufrieden. Ich wollte nicht einfach das Weibliche als ein Anhänger von der großen Mutterkultur des alten Kretas, wie jeder Klagesanhänger sicher weiß, bin ich der große Bewunderer der alten minoischen prämediterranen Welt und bin, wir kommen vielleicht auf den einen Aspekt, der mich am meisten hier interessiert hat, der Begegnung mit Roman, ist seine Anhängerschaft zu der Richtung Veda, vedantische Lebensauffassung, auch wenn sie jetzt mit slawischer Erneuerung kommt, ne, aus dem Osten, und ich als der exzellente Kritiker der indoeuropäischen Denk- und Lebensweise überhaupt und ein Anhänger der vorindoeuropäischen Kultur der großen Mutter, die auf dem europäischen Kontinent im mediterranen Raum Hochkulturen waren, bevor diese Barbaren aus Asien hier reingedrungen sind, sämtliche Goten, Achaier, Slawen, Anglosachsen, Germanen, was auch immer das war, Perser, Mongolen, Herden oder was auch immer, in mehreren Wellen, Babylonier, was auch immer das war, gerollt aus dem Osten, ja, aus der Tiefe Asiens nach Westen zu besseren Gefilden oder zu wärmeren und besseren Gefilden, und die alten Kulturen hier vernichtet haben, die Mutterkulturen waren. Weil die indoeuropäische Horde immer eine Männerklique ist, zu Pferde, mit einem Lichtgott oben im Himmel, mit einer militärischen Struktur, mit einer Matrix,
mit einer sogenannten gnostischen Matrix, mit der von dem Licht hinabgestanzt wird zu der Wahrheit, also sozusagen Überlieferung. Da bin ich eher der Anhänger einer zyklischen und nicht linearen Zeitauffassung, einer sich ewig wieder erneuernden Erde, in den lebende Schöpferkraft der biosphärischen der Biosphäre, ja, des Lebens in der Biosphäre in einem Zyklus, ne? Also in der alten minoischen Auffassung war die Zeit kreislaufend, ja, und in jedem Augenblick des Kreises war aufsummiert alles Vergangene. Sprich, wenn du in die Sonne schaust, beim Sonnenaufgang sind alle bisherigen Sonnenaufgänge in dieser Sonnenaufgang aufsummiert. Ja. Wenn eine Tochter geboren wird, das war so die Auffassung, die der große Bachofen auch bewiesen hat als Forscher des 19. Jahrhunderts über das Mutterrecht, wo er über die alten Kulturen des mediterranen Raumes geschrieben hat. Was bedeutete das Mutterrecht? Ja? Bedeutete, dass die jüngste Tochter immer geerbt hat. Ja? Die jüngste Tochter war immer als die höchste Versinnbildlichung der Lebenskraft gesehen, weil sie in ihr sind alle bisherigen Frauen aufsummiert, ja, und sie ist die, die der stärkste Lebensträger ist, weil sie kann am längsten jetzt mal die Fackel nach vorne tragen, ja, in dem Kreis, also nach vorne, ja, und Kinder gebären irgendwann in der Zukunft. Immer die jüngste Tochter hat geerbt, ne. Und die Männer, die mussten auf die Suche gehen, wo sie halt anheiraten können. Ja? Ja. Und es war durchaus möglich, dass Frauen zwei Männer hatten. Ja? Und das schon ist ein Abklatsch von dem, was früher da war, wenn es, da bemühe ich wieder meinen anderen Favoriten, den Terence McKenna, der Anhänger der undifferenzierten, unegoistischen Sippe ist, ja, von etwa 80 Menschen, die ihre Kinder zusammen erziehen, ja, und nicht differenzieren zwischen meine und deine Frau. Das ist schon ein bisschen extrem, dazu braucht man den Terence-McKennischen Zugang über die Pilobiszine, da es einem offenbart wird, und ich bin durchaus nicht da ganz entschlossen und habe eine große Bewunderung für die slawische Welt. Ich bin selber Slave, bin 30 Jahre in Deutschland und merke, dass mir meine slawischen Wurzeln fehlen, besonders in der Form einer slawischen Göttin, ja? Eine Fee, die Herr Roman hier abgebildet nicht gezeigt hatte, diese schöne russische. Keine Fee, Fee war immer ein schlechtes Wort. Okay. Eigentlich waren die Hexen waren immer die Guten und die Feen waren die Bösen. Das hat man umgedreht in der Schule. War das so wirklich? Naja, die Hexen waren die sich Angst kannten mit Kräutern. Ja. In Russischen ist Hexe Vedma, das ist die Ved, da ist wieder Ved drin. Ja. Und die Materie, die konnte, Vedma. Genau, ja. Die konnte das Wissen über diese ganzen Kräuter und so heilen. Ja, ja. Das war früher ein gutes Wort. Ja, genau, also für mich ist es durchaus. Im Böhmischen gibt es auch, im Tschechischen also gibt es Vedma. Direkt eine weise Frau, die viel weiß, ne? Mhm. Und also dann fällt mir eine Vedma, also ich brauche eine slawische Kräuterkundige. Frau, genau, die einen erhält. Die einen erhält, ja. Genau, genau. Weibliche Energie. Und warum sind die hier so rar geworden in der heutigen Zeit, diese? Die werden jetzt wieder mehr, ich bin jetzt neulich wieder auf einer Kräuterwanderung gewesen und da waren zwei Männer dabei und über 20 Frauen. Aha, die erinnern sich wieder daran, wer sie wirklich kennt. Hier am Bodensee war das? Hier am Bodensee, ja. Ja, aber es ist deutschlandweit, ja, ein ziemlicher Trend, dass, ja, man, ja, genau, in die Natur rausgeht. Und man, ja, aber im slawischen Raum wollen sie alle Porsche-Ärzte heiraten und wenn, nee, du mit den russischen Frauen korrespondierst, was manchen Mann hier geschieht, aus dem Mangel an einer heiratsfähigen Frau, dann erfährt er dann, dass sie so Hobbys hat wie einkaufen gehen. Ja? Naja, man muss nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt natürlich solche und solche dort, genauso wie hier. Es gibt, genau. Es gibt die Materialisten, die auf der Materialistenschiene sind, ja, und es gibt auch die der geistigen Schiene oder auf der seelischen Schiene. Ja. Entschuldigung, ich werde hin und wieder meine,
meine klagische Terminologie ein bisschen bemühen. Wenn man auf der seelischen, seelisch-leiblichen Schiene fährt, dann bin ich happy. Wenn man auf die geistige Schiene umsteigt, dann sehe ich schon Gefahr der Ideologie und des Verirrens in Begriffen. Aber durchaus wiederum nur einfach zu sagen, der Begriff geistige Tradition hat in Deutschland den Wert, den ich eigentlich meine, wenn ich sage leiblich-seelische Tradition, also eine ganzheitliche Lebens- und deswegen schätze ich sehr wohl die nietzscheanische, den nietzscheanischen Ratschlag, vergiss das Wort wahr und unwahr und gebrauche das Wort lebensbejahend oder lebensvernichtend. Ja? Da kann man sich einfach am besten einigen, ob das, was wir tun, ob das, was wir vertreten, ob das zur Lebenserhaltung beiträgt. Ne? Und müssen nicht sagen, ob es wahr ist oder unwahr. Da kennen wir uns ähnlich. Die moderne Philosophie hat schon diese Ontologie-Fahne fallen lassen. Moderne Philosophen sind auch nicht so erpicht drauf, zu finden, was wahr ist. Ja? Weil mit gekonnten Rhetorik kann man alles beweisen. Ja? Und man muss die Praxis heranführen, wie richtig auch Peter Sloterdijk sagte in seinem letzten 700 Seiten Buch über den Leib, also wo er sagte, in dem 21. Jahrhundert, wenn ein moderner Mensch in eine metaphysische Dimension eintreten will, das heißt, wenn er irgendwie einen spirituellen Raum oder in einen Rauschraum oder in seinen Ideenraum, das ihn erhält oder inspiriert, ne, oder Trost gibt, ja, oder Vision gibt, dann muss er immer seinen Leib mitnehmen. Muss sein Leib, sonst wird das unecht, sonst wird das nicht zeitgemäß. Es ist gerade im Gegensatz zu dem, was bis vor kurzem immer gepredigt wurde von den eher christlich angehauchten Gnostikern, dass man sich des Leibes entledigen muss, wenn man in die höheren Gefilden kommen will. Der ist eine große Gefahr auch der indo-europäischen, indogermanischen Auffassung von diesem Lichtleib. Ja? Der Lichtleib als sozusagen der bessere Leib, der uns dann führt, wenn wir diesen irdischen Leib ablegen. Dies ist meiner Meinung nach eine differenziert zu betrachtende sozusagen Theorie, die durchaus für mich lebensbejahend ist, wenn es mir gelingt, durch meine, sagen wir, seelische Arbeit, durch meine künstlerische Arbeit, durch meine Meditation oder Übung von Qigong, Yoga, also gesunde Ernährung, Arbeit am Bauernhof, wenn es mir gelingt, das Software des Leibes zu veredeln, das ist der Lichtleib. Man spricht heute auch über die Biophotonen, ne? die diese Lichtmatrix des Leibes, da ist der Helmut Zallinger ein Experte. Wenn man diese Lichtmatrix so veredelt, dass sie dann auch den physischen Leib durchdringt, ja, und mit ihm in eins den physischen Leib gesund macht und langlebig, ja, dann ist es ein richtiger Weg. Wenn man sich aber wie ein Yogi oder wie mein Jenseitsgnostiker tothungert oder irgendwelche Praktiken der Selbstkasteiung praktiziert, die Nietzsche sehr gut entlarvt hatte, dass man sich entleibt beim Klagesalze, sich entleiben, da ist man meiner Meinung nach diesem geistigen Wahn verfallen, dem moralischen Wahn, wo man also seinen Leib tatsächlich vernichtet, seinen lebendigen irdischen Leib, um eine Illusion der leiblosen Existenz zu folgen. Und das hat der Peter Sloterdijk ganz genau durchstudiert in seinem auch zweibändigen Werk Die Weltrevolution der Seele. Hat mir sehr gefallen, also eine große Kritik an jede Gnosis. Und dementsprechend logisch sagt er, was ist der moderne Erleuchtungsaugenblick? Was ist das moderne Gebet? Eher ist es ein Rausch des Joggers, der in einem optimalen, gesunden Zustand mit optimalem Auftreten, sagen wir jetzt auf die Zehenspitzen, ja, auf einem Zellenballen, auf einem Wald
in einem biologisch gesunden Umwelt auf einem natürlichen Wege barfuß in einem Wald läuft und dabei sein Herz hohe Frequenz erreicht und dabei wird nach Klages gesagt, seine analytische Vernunft abgesprengt, er hört auf, sich Sorgen zu machen über morgen und gestern, über seine Versicherung und über seine Probleme und er läuft und läuft und läuft und gerät in diesen Trance, wo er, sein Leib ist eins mit dem Wald, ne? Sein Leib wird wieder tierisch schmiegsam, seine Seele erhebt sich das ist wieder das falsche Wort, das gnostische Wort. Wir wollen uns nicht erheben, wir wollen uns verbreitern in die Biosphäre. Das morphogenetische Feld der Seele dann breitet sich in die Bäume, in die Winde und so, in die Gerüche. Und das ist eine metaphysische Dimension dann, ne? Die angemessen nach Sloterdijk für das 21. Jahrhundert. Ein anderer kann es beim Musizieren erreichen, ein anderer beim langsamen Qigong eben, ein anderer bei seiner Gartenarbeit, ja? Ein anderer bei geruhsamen Kosten von seinen Tomaten, die er, also egal, aber der Leib soll dabei sein, er sollte nicht entleibt sein, ja? Weil entleibt ist die Seele dann immer in Gefahr, dass sie so ein bisschen entwurzelt abhebt, in so hysterisch-neurotische Rotationen, ja, sagen wir es so, ja. Eine, was ist das? Hornisse. Eine Hornisse. Vielleicht war sie angezogen durch meinen eher dramatischen und einen, ich wollte diesen meinen klagischen Nagel endgültig einbohren hier in unser Diskussionsbrett, ja. Weil ich so mich immer vergesse und mich zu sehr in den Vordergrund stelle. Ne? Aber vielleicht erlaubt mir man diese Lizenz des Alters, ja? Dass ich nämlich schon so viel erlebt habe, dass ich immer den Anfängen einer möglichen Gnosis vorbeugen will. Ja? Aber auf der anderen Seite, Yin und Yang, ich kann euch sagen, ein schöner Traum über das Aufsteigen auf ein Lichtfahrzeug mit einer zarten slawischen Viedma und das Hinabfahren und Hinauffahren in irgendwie einen intergalaktischen Raum, ja, der Wahrheit. Ja. Also macht mich auch an. Ich bin da nicht abgeneigt. Ja. Nur muss das erlebt werden. Genau, ja, man kann über vieles reden, ja. Aber man kann... Muss es erlebt werden? Eigentlich über das reden, was man selber genau macht und erlebt. Genau, ich habe jetzt über das Joggen gesprochen und über das Musizieren und so. Und das ist, was ich erlebe. Ja. Und ich hatte auch das Glück, mit einer Viedma aus dem Osten eine Zeit lang so eine Reise zu machen. Ja. Also dann weiß ich durchaus, wie das schmeckt, ja, meine Damen und Herren. In diesem Sinne möchte ich Roman Urban bedanken, ja, für sein anregendes Gespräch mit mir und ihr habt ja natürlich das letzte Wort, ne? Ich habe das letzte Wort. Oh. Ich meine, im Sinne von diesem Gespräch, natürlich ist das ein Wort, das sich wiederkehrt, aber zu diesem heutigen Gespräch, ja. Das letzte Wort ist das, was wir alle finden möchten und das wir jetzt auch demnächst auch alle finden werden. Und das ist alles Liebe. Ja, genau. Also die Liebe, da bin ich immer dabei. Ich will das jetzt nicht mal wieder ausbreiten, damit ich, also aber ich bin ein besserer Letztworthaber, ja, natürlich. Ich habe es schon bemerkt, dass wenn wir die Liebe wiederum funktional umsetzen und ein bisschen deuten, dann die Liebe ist ja einfach eine Qualität des morphogenetischen Feldes, der Seele, ja, und des Leibes, das sozusagen offen sich ausbreitet und in sich aufnimmt, ja, was ist und durchaus bereit ist, sich verwandeln zu lassen, ja. Von dem, was kommt, ja, diese Hingabe,
diese Hingabe an das, was ich nicht bin, ja, das Nicht-Ich in der Liebe aufgenommen werden kann. Und wenn das mit besonderer Hingabe an bestimmte Menschen verbunden ist, also wie bei Partnerschaft oder Familie, dann sicher umso stärker. Also, bis dann einmal wieder von dem philosophischen Tisch an hier auf der Reichenau beim Roman Urban. Ciao, ciao. Da kommt der Experte, der nimmt das tatsächlich in einem Lappen, ja. Ja, dass es heiß ist, ja. Hier ist ein Indikator. Diese. Okay, tento stín musí ukazovat tak, jak ukazuje. A pak to tady máte v ohnisku toho vařiče, že? Teď se to otočí a můžeme s tím laserovat nějaký mimopozemšťany. OK. Nyní koukáme, tady podíváme, co tady máme. To je tatsächlich heiß. Es ist wirklich warm. Je to sasiem teplo. Je to UFO technologie. Je to technologie z budoucnosti. Technologie der Zukunft. Solarkocha. No, dámy a pánové, vidíte to? Jsme na tady. Thank you.